Spaß beim Schwimmen. Hallo ihr Lieben und hallo mein Sohn. Mal wieder auf der Ostsee unterwegs, aber es war nicht sehr viel los. Ich habe in meinem Fundus ein paar schöne Aufnahmen gefunden, die wollte ich euch gerne zeigen. Und mein Sohn, du warst damals sogar einige Male mit dabei. Das hier ist ja unser Strandabschnitt, wo wir immer gelegen haben jedes Jahr. Und weißt du noch, wo wir zur Seebrücke gegangen sind und dann auf einmal diese Szene erlebt hatten? Man müsste sich vorstellen, dass sie jetzt da runterfällt. Ist sie ja. Ja, die ist ein wenig nass und wird wahrscheinlich auch gleich frieren. Ob das ein Seepferdchen gewesen ist? So etwas sieht man auch nicht alle Tage. Naja, und hier hatten wir uns zusammen diesen Sonnenuntergang angeguckt. Ich weiß es deswegen, weil an dem gleichen Wochenende Beitrag Nummer 300 entstanden ist. Und nur du weißt, was damit gemeint ist. Und auch als ich dieser Ententeich zeigte, warst du bei mir. Aber hier möchte ich dir mal den Blick auf die Ostsee von der Seebrücke Grömitz zeigen. Ich war damals nach dem Nachtdienst noch unten am Strand und wollte den Sonnenaufgang mitkriegen. Allerdings war mein Handy damals recht scheiße. Ich entschuldige mich auch für die Aufnahmen. Aber die schöne Stimmung, denke ich, konnte ich einigermaßen gut einfangen. Liegt schon ein paar Jährchen zurück. Naja, jedenfalls, ups, erstmal Schlick befreien. Moment, warte, jetzt. Moment, es dauert noch einen Moment. Solche Stürme kennst du ja auch von der Ostsee und ans Kajakfahren ist da nicht zu denken. Aber geile Wellen, oder? Ich liebe das einfach. Je Wetterlage, desto Stimmung, kann man hier sagen. Und sobald die Sonne rauskommt, kommen auch die Menschen. Und wer könnte es ihnen verdenken bei diesem tollen Licht? Ja, ja, die Ostsee-Romantik. Und weißt du, da habe ich noch eine tolle Szene einfangen können vor ein paar Jahren. Ich war am Strand unterwegs. Und zu dieser Zeit besaß ich auch noch kein Kajak. Ich war lediglich nur am Fotografieren. Ich kannte Gary und Janine damals noch nicht mal. Janine ist hier auch gerade auf ihrem Sub unterwegs. Naja, und dieser Angler hier hatte direkt Glück. Ich ebenfalls, denn ich konnte es auf Kamera festhalten. Und auch wenn ich selbst nicht angeln mag, so muss ich doch absolut zugeben, dass diese Tätigkeit ihren Reiz hat. Sieht auch echt Hammer aus, oder? Naja, ich bin dann noch geblieben, bis die Sonne weg war. Und sieh mal, da fährt, glaube ich, gerade Gary auf einem Kajak Richtung Sonnenuntergang. Und Janine kommt auch gerade wieder zurück. Das sieht schon alles echt klasse aus. Ja,
das liegt jetzt schon ein paar Jährchen zurück. Und immer wenn ich auf dem Wasser ein wenig herumdümpele und nicht viel los ist, dann erinnere ich mich gerne an die alten Zeiten und Erlebnisse hier am Strand. Du bist ja hier auch halb aufgewachsen und kennst diese Abschnitte von Kind auf an. Auch du hast hier deine Geschichte, mein Sohn. Und an diesen Strandabschnitt habe ich jene Aufnahme gemacht. Es war zu meiner Reha-Zeit und ich war mit einer Mitpatientin unterwegs. Und ich war froh, denn dieser magische Moment war einzigartig und viel zu schade zum Alleinerleben. Manchmal hat man an der See starken Nebel. Da ist die Sichtweite unter 50 Meter. Ich war hier mit deinem Onkel Danny unterwegs spazieren, als diese Wand auf uns zukam. Wenn man das auf dem Wasser erlebt, kannst du sehr schnell die Orientierung verlieren. Das kann echt gefährlich werden. Weißt du noch, wo ich am Binnenwasser gewohnt hatte in Neustadt? Diese Aufnahmen habe ich dort gemacht und sie gehören zu den schönsten, die ich da jemals aufgenommen habe. Ein wenig vermisse ich den Blick aus meiner alten Wohnung schon. Du kannst dich doch auch noch an sie erinnern, oder? Guck mal, auf dieser Höhe, wo ich mich jetzt mit dem Kajak befinde, ist auch ein offizielles Strandbad. Ich zeige es dir mal. Es liegt direkt an der Hafeneinfahrt von Neustadt und im Sommer ist hier gut was los. Ich selbst bin auch einige Male vom Brückenkopf ins Wasser gesprungen. Und dann muss ich dir mal von den Paraglidern erzählen, die hier ab und zu ihren Sport ausüben. Sie nutzen die aufsteigenden Thermiken. Aber sieht ganz schön tricky aus, muss ich sagen, und wäre nichts für meine Höhenangst. Aber abgefahren, oder? Ich kann dir sagen, im Laufe der Jahre sind hier in der Bucht viele Erinnerungen bei mir entstanden und sehr viele mit dir. Und vielleicht erfreuen dich ja noch diese kleinen Aufnahmen, die die Ostsee ein wenig besonders machen, wie ich finde. Sie sieht einfach jedes Mal anders aus und es wird nie langweilig, sie anzugucken. Zumindest geht es mir so und vielleicht macht es dir ja auch ein wenig Freude, sie anzugucken. Jetzt geht es aber erstmal wieder zurück zum kleinen Steg. Und natürlich habe ich auch von ihm ein paar Aufnahmen parat, ist doch klar. So, mein Sohn, ich verabschiede mich jetzt schon mal von dir und auch von allen anderen, die zugehört haben und lasse die kommende Szene einfach mal unkommentiert für sich sprechen. Ich musste nochmal wieder Schlick aus meiner Schraube befreien, als ich am Weg diesen sehr motivierten Fitnesscoach seine Schergen hab anbrüllen sehen. Dabei hatte er doch einen sehr forschen Ton, aber seht selbst. Und dann tschüss bis zum nächsten Mal.
in the army now. Oh, oh, you're in the army now. You're in the army now. Oh, oh, you're in the army now. Voll der Antreiber. Der ist so, guck mal, sogar Jan kriegt das da hinten mit. Ja klar. Der ist so anstrengend. Kann er auch normal mit seinen Leuten gehen, muss er nicht durch die Gegend brüllen. Janine sagt, das muss so als Sporttrainer. Ja. Also ich habe gesagt, mich würde das motivieren. Ja, mich nicht. Boah, ich muss so dringend auf so ein Level. Ah, guck mal, ich hab's gewusst. Willst du eine Runde fahren? Ja. Das brauchst du auch nicht mehr. Von mir das kannst du auch das Stativ behalten. Ich nehme die Kamera mit. Du nimmst ja noch auf, ja. Kollege. Ich weiß. Scheiße, mein Mensch. Hallo. Aber es ist wasserdicht. Ja, schön. Guck mal, das war aber echt der ultimative Test gerade, ne? Ja. Ich muss auf jeden Fall erstmal auf Toilette, ganz dringend. Ja, dann kommst du durch. Bis gleich.